Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video voll mit Shade und Tee und bunten Farben. Wobei, also bunt ja, Shade und Tee. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe hier die PR-Box der neuen Morphe und Jaclyn Hill Palette Volume 2, 2. Das Ding hier. Und ich dachte mir, dass wir heute eine kleine Review zu diesem Schätzchen machen. Es gibt viel zu erzählen, es gibt viel zu testen, es gibt viel zu schauen und zu reden. Und Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und mit mir einen schönen Look schminkt. Ich habe eine richtig, richtig, richtig schöne Look-Idee im Kopf. Und ja, vielleicht kann ich euch damit inspirieren, vielleicht kann ich euch mit diesem Video ein kleines bisschen unterhalten. Ist ja schön. Ansonsten freue ich mich, dass ihr hier seid, Freunde. Auch dieses Video ist vorproduziert. Ich weiß leider nicht, wann das ankommt. Und das ist recht spontan. Und deswegen habe ich schon Make-up drauf. Und eigentlich wollte ich nicht mehr drehen. Aber ich kann euch nicht warten lassen. Und ich kann selber nicht abwarten. Weshalb wir hier diese Dings hier testen und ich schon Mascara drauf habe. Das ist nämlich heute die Kür. Wir schminken einen Look mit Mascara. Also, die Mascara ist schon drauf und das Make-up habe ich seit 8 Stunden drauf. Aber es sieht tatsächlich noch recht gut aus. Also ich bin gespannt, wie wir hier mit den Produkten von Jaclyn arbeiten können. Und ich würde vorstellen, wir fangen auch gleich an. Falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, könnt ihr das jetzt sehr gerne tun, bevor ihr es am Ende vergesst und dann traurig seid, weil ihr mich nie wiederfindet in diesem ganzen YouTube-Ding. Deshalb freue ich mich. Und wir fangen jetzt an. Okay, das ist einmal die PR-Box mit der Palette. Schade, dass die Pinsel nicht dabei waren, sonst hätte ich die euch gerne gezeigt. Aber Morphe-Pinsel sind gut. Da wird jetzt keine Weltverbesserung mit drin sein. Deshalb konzentrieren wir uns heute ausschließlich auf diese Palette. Das ist, wie gesagt, die PR-Box. Bunt, rot. Ich habe mich farblich so ein bisschen angepasst, dass die Aesthetics hier so ein bisschen passen. Und dann kann man das hier aufklappen. Übrigens, Queen, dieses Bild ist iconic. Ich lieb's, das stimmt irgendwie alles. Die Schuhe, der Nagellack, die Ringe, das Kleid, das Make-up, der Highlighter. Alles. Aber wir packen jetzt einmal aus und okay, Girl. Hier drin. Ah, das sieht so ein bisschen aus wie der Look, den ich in die Richtung schminken möchte. Auch mega. Ich finde es immer so schade, diese PR-Boxen wegzuwerfen. Und wir kriegen die Palette jetzt hier raus. Okay, da war so ein Fädchen dran. Hi. Das, Freunde, ist einmal die Palette. Sie sieht von außen klassisch aus, schick, schlicht, erinnert mich so ganz leicht an meine Palette. Aber ja, Jaclyn Hill hat natürlich meine Palette nachgemacht. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Nein, also es gefällt mir gut. Ist recht leicht, aber auch nicht so billig leicht. Also es ist, ich vermute, gut zum Reisen. Hinten ist diesmal gar nichts drauf. Ich habe, glaube ich, mittlerweile alle Paletten von Jaclyn hier und Morphe. Das waren einige. Die gefällt mir tatsächlich aber am besten vom Packaging her, weil es einfach recht schlicht ist. Hier steht nur Jaclyn Hill drauf, Palette, Volume 2 und hier Morphe. Hinten dann einfach nur noch mal so ein paar wichtige Informationen. Und ich würde vorschlagen, wir machen die Palette einmal auf. Und da haben wir... okay. Krass. Krass. Okay, Tee. Als ich die Palette gesehen habe, dachte ich so, sieht aus wie die erste, nur in Rot. Nee, finde ich nicht mehr. Also jetzt, wenn ich sie hier so sehe, ist das was ganz anderes. Die Farben, die ihr jetzt seht, so sind sie. Sie leuchten tatsächlich. Vor allem dieses Gelb hier, no joke. Tipsy Girl, My Man, Positivity. Oh Gott, also, die leuchten. Erster Eindruck, sehr, sehr schön. Hier steht einmal drauf, to all my loving subscribers who have supported me all these years. This one is for you. Ja, es war viel Support in den letzten Wochen da, Monaten. Irgendwie weiß ich nicht. Ich würde gern so shady sein, aber ich weiß, wie furchtbar es ist und was da alles schiefgelaufen ist. Da möchte ich nicht drauf eingehen. Das gehört sich nicht, deswegen lassen wir das. Jeder kann sich so seinen Teil dazu denken. Es geht heute einfach um diese Palette, unabhängig von Jaclyn. Finde ich, ist das eine gute Sache, einfach eine Palette zu reviewen. Wir reviewen ja hier keine Menschen, sondern Make-up. Und Make-up, Freunde, wir können es abends abwaschen oder auch gleich danach. Das ist alles in Ordnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir gerade waren, weil die Kamera ist ausgegangen, der Akku war leer. Ich habe in den letzten Tagen so viel gefilmt und vergessen, dass ich den Akku aufladen muss. I'm sorry. Aber jetzt bin ich hier, Freunde. Ich stelle die Kamera einmal scharf und dann geht es los. Ich glaube, ich hatte euch gesagt, dass es nicht um Jaclyn geht,
sondern um die Palette. Irgendwie schon um sie, weil sie hat sie gemacht oder zusammengestellt, wie auch immer. Sie hat mindestens die Namen da reingepackt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt auch gleich mit dem Look an. Ich habe eine richtig, richtig schöne Idee im Kopf. Und ich hoffe, dass sie so aussehen wird wie in meinem Kopf. Die Palette soll wohl angeblich andere Formulierungen haben als die normalen Morphe-Paletten. Ich finde Morphe generell nicht schlecht. Manche Farben sind halt furchtbar. Vor allen Dingen diese, wie hieß er, diese Pastellpalette, die war nicht so meins. Die war mir zu schwach. Und ich, das sind auch nicht so Farben, die ich regelmäßig benutzen würde, würde ich jeden Tag Lidschatten tragen. Das hingegen kommt dem aber schon recht nah. Wir haben eher so ein paar neutralere Töne oben. Dann wird es hier so ein bisschen lila. Wir haben Rot. Wir haben eine Vielzahl an Farben, die, ich finde, nicht so aussieht wie die erste Palette. Ich habe mir die Farben im Vergleich mal angeschaut. Und das sieht schon anders aus. Auch im Swatch und generell sieht das anders aus. Ähnlichkeiten ja, gleiche Farben nein. Deswegen, Freunde, ich hole euch jetzt ein Stückchen näher ran und wir schminken hoffentlich einen schönen Look. So, ihr seid wieder unverschämt nah dran. Freunde. Ich bin ja ehrlich gesagt im Moment so ein bisschen auf diesem Lila- und Blau-Trip. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Jeffree Star Palette. Und ich freue mich tatsächlich auch auf diese Palette. Ich glaube in einem Video, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder nicht, war mein Look auch eher so ein bisschen kühler und blauer. Heute geht es aber tatsächlich um Lila, denn offensichtlich haben wir kein Blau hier drin, sondern nur Lila. Und ich habe ein Insta-Video zu der Palette gesehen mit einem Look und einer Technik, die ich gerne ausprobieren möchte in diesem Video. Und zwar hat die Gute so einen Augenbrauenstift benutzt und ist damit in die Farbe Not My Journey gegangen. Das ist dieses Lila hier unten. Also das ganz dunkle Lila in Matt. Was mir jetzt auffällt, jetzt gerade wo ich sie so hier in der Hand habe und schminken wollte, schade, dass kein Spiegel mehr drin ist. Ich finde das irgendwie mittlerweile so ein bisschen albern von Morphe, dass sie diesen Spiegel nicht mit reinmachen. Die Palette kostet 43 Euro. Das ist für die Anzahl an Farben nicht viel, aber Morphe hat mittlerweile genug Geld, um einen Spiegel reinzumachen. Ich brauche keinen Kristallspiegel. Ich brauche nur einen Spiegel, damit ich die Palette vor mir halten kann und mich sehen kann. Heißt für mich jetzt, ich muss wieder einen anderen Spiegel nehmen. Und ich benutze jetzt hier einfach so eine Palette. Und ich nehme jetzt diesen Pinsel. Und damit ist sie in die Farbe Not My Journey gegangen. Und hat schon mal so ein bisschen die Crease. Oh nein, es staubt jetzt schon. Sekunde. Ich brauche Baking Puder. Ich nehme mal ein bisschen loses Puder. Und, oh Gott, ich bin völlig überfordert gerade. Help. Geh damit unter meine Augen. Um einfach mögliches Fallout gleich einfach wieder wegzukriegen. Das ist gerade so ein bisschen, das war knapp. Okay, ich nehme jetzt diesen Pinsel und gehe in die Farbe Not My Journey und gehe dann hier schon mal so an meiner Crease lang und platziere mir die Farbe dorthin, wo ich die Crease haben möchte. Und dann hier hinten. Und so kann ich schon mal so ein bisschen die Form grob vorgeben. Normalerweise presse ich mir ja immer die Pigmente hin mit einem anderen Pinsel, mit so einem flachen Pinsel beispielsweise. Das machen wir auch gleich. Aber es ging jetzt erstmal um so ein bisschen diese Form. Und das ging tatsächlich sehr, sehr gut. Der Pinsel hat natürlich jetzt nicht so viel Fläche, um das meiste Pigment rauszuholen. Aber es funktioniert. Ich probiere es auf der anderen Seite mal so, wie ich es sonst probieren würde. Ich nehme jetzt einfach hier so ein Packing Brush, gehe in die Farbe Not My Journey. Und platziere mir die Farbe in der Crease. Und ihr könnt sehen, das ist natürlich dann nicht so präzise. Aber es geht schneller. Was mir bei dem Lila auffällt, ist, es hat recht viel Kickback. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ich die Hände voll habe. Aber das ist für Lila normal. Lila-Blau ist halt echt schwer zu entwickeln. Ich klopfe aber immer gut ab, weil es ist echt... Ich muss euch das zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber sie staubt ganz schön und es hat auch recht viel in die Gegend gestaubt. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und verblende hier schon mal so ein bisschen das Lila nach oben. Ich nehme mal einen anderen Pinsel, der ein bisschen fluffiger ist. Ich schneide jetzt diese Stelle mal nicht. Es könnte einen Moment langweilig sein, aber ich möchte, dass ihr seht, wie das Pigment so ein bisschen... wischiwaschi wird. Also es geht und ich kann mir die Zeit nehmen, um es aufzubauen. Es ist jetzt aber nicht so boom drauf. Ah, okay, wow. Sekunde. Alles zurück. Ich nehme jetzt mal die flache Seite von dem Pinsel und presse das hier rauf. Und dann ist die Farbe
richtig deckend. Packing Brushes für die dunklen Farben sind ein Muss, würde ich jetzt behaupten, so als erste Review. Und dann seht ihr gleich, wie viel deckender die Farbe hier im Inner Corner geworden ist. Ich baue das hier hinten jetzt nochmal kurz auf. Also das war jetzt so ein bisschen mein Fehler. Das ist halt das, was ich euch immer in den Reviews sage. Freunde, ihr müsst so ein bisschen gucken, wie funktioniert eine Lidschattenpalette. Ich gebe halt auch ungerne negative Reviews ab für Produkte, die ich einmal getestet habe und vielleicht 5 Farben benutzt habe. Ich nehme jetzt hier so einen etwas fluffigeren Pinsel und gehe in die Farbe Therapy Sash. Das ist ein helleres Lila. Klopfe ab. Und damit blende ich jetzt die Farbe Not My Journey aus. Erstmal so grob. Aber auch hier Kickback. Und auch die Farbe muss man so ein bisschen aufstempeln. Aber da ist jetzt der Punkt, also wenn ich es aufstempel, dann geht es. Aber da ist jetzt der Punkt, ich denke mir gerade, okay, ich will ja das Lila von vorher mit der Farbe ausblenden. Das muss ja irgendwie möglich sein. Das ist sehr, sehr hell. Okay, es geht, aber es ist so ein bisschen tricky gerade. Und die Farbe hat extrem Deckkraft, ne? Also von der Konzeption her gut, aber die Farbe hat zu viel Mika drin. Also Mika ist dieser weiße Füllstoff in Lidschatten, der dafür sorgt, dass der Lidschatten Masse bekommt. Und der ist meistens weiß und wird dann ergänzt mit Pigmenten. Der ist jetzt aber ein bisschen sehr weiß. Aber okay, wir probieren es. Sie sind gut pigmentiert. Also das will ich damit jetzt nicht sagen, dass sie schlecht pigmentiert sind. Ich gehe jetzt hier einfach rüber und blende hier oben den Rand einmal aus. Okay, das geht sehr, sehr gut. Also ausblenden lassen sich die Farben sehr, sehr gut. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen angenommen gerade, als ich gemerkt habe, dass die Farbe sich nicht so gut verblenden ließ mit viel Pigment drin. Wenn ich sie weich ausblende, so wie jetzt mit einem fluffigen Pinsel, mega. Aber ihr könnt sehen, dass das Ganze sich so ein bisschen auswäscht. Also die Farbe vom Anfang, Not My Journey, die ist jetzt so ein bisschen verwaschen. Das heißt, ich muss also gleich wieder mit der Farbe reingehen, um die wieder so ein bisschen aufzubauen. Das ist normal bei diesen Farben. Also das klingt jetzt alles total negativ, gerade was ich hier sage, merke ich selber. Aber es geht. Man braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Und ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann auch gerne nochmal die anderen Farben benutzen, die ich jetzt nicht benutze. Diese klassischen Warm Tones, diese braunen und Orangetöne, die werde ich jetzt hier in diesem Video nicht testen, weil ich finde, die Palette besteht halt hauptsächlich aus diesem Lila und macht das Ganze so besonders. Deswegen verzeiht mir, dass ich die jetzt nicht benutze. Also wenn ihr wollt, teste ich die aber gerne nochmal für euch. Seht, so ein bisschen fleckig ist es tatsächlich. Und das kann nicht an der Base liegen, weil die Base ist pupstrocken. Und normalerweise sollte das Ganze dann nicht fleckig werden. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Therapy Sash. Das ist dieses dunkle Lila und baue mir das hier so ein bisschen auf. Aber der greift natürlich jetzt nicht mehr so, so gut. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, Freunde. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen, fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Tipsy Girl. Das ist dieses Neon Pink. Sieht richtig krass aus. Klopfe ich ganz gut ab. Ich will das einfach nur noch hier oben mit reinblenden, dass ich hier wieder so ein bisschen mehr Pink habe. Also auch zum Verblenden. Das sieht jetzt nicht so leuchtend aus. Oder doch, eigentlich schon. Das ist eine schöne Farbe, um die Farbe vorher auszublenden. Okay, so sieht das Ganze recht okay aus. Ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, okay, das ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also hier fehlt mir tatsächlich so ein bisschen diese Tiefe jetzt von dem Lila. Deswegen gehe ich ganz vorsichtig in die Farbe Temptress rein. Das ist dieses Schwarz. Und platziere mir das hier außen hin. Okay, 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 okay. Ich würde eine Cut Crease ziehen, Freunde. Und dann wird es spannend. Dann wird es wirklich spannend. Und zwar jetzt ist die Cut Crease einmal drauf. Das ging überraschend gut. Also manchmal ist es ja bei diesen Blau- und Lila-Tönen so, dass sich das Ganze mit dem Concealer dann vermischt. Deswegen machen wir jetzt weiter und nehmen einen flachen Pinsel und gehen jetzt in die Farbe No Joke. Das ist das Gelb hier. Das ist sehr schön leuchtend. Und das, okay, es sieht krass auf dem Pinsel aus. Ich klopfe einmal ab. Und das presse ich mir hier vorne hin. Wow. Das sieht cool aus. Ich baue mir das Ganze noch so ein bisschen auf. Es ist so ein bisschen fleckig. Der Übergang, dieses dunklere, liegt daran, dass das Gelb so ein bisschen matschig wird mit dem Concealer. Okay, wir kriegen das hin, Freunde. Irgendwie braucht die Palette so eine leicht andere Bedienung als andere Paletten. Geht jetzt in die Farbe My Man. Das ist ein anderes Orange. Sieht auch sehr, sehr leuchtend aus. Und das blende ich in dieses Gelb mit rein. Aber man muss es aufbauen.
Also ich gehe ein paar Mal öfter hier tatsächlich in die Palette rein, um das Orange raufzukriegen. Also es funktioniert und das sieht richtig, richtig schön aus. Es dauert nur einen Moment länger als das, was ich sonst machen würde. Ich gehe jetzt in die Farbe Living My Best. Das ist ein richtig schönes Rot. Und das presse ich mich hier außen hin. Und dann blende ich das so ein bisschen zusammen. Nur so ganz leicht. Und das sieht schön aus. Also dieser Farbeffekt, dieses Durchgehen von den verschiedenen Farben, richtig schön. Jetzt nehme ich die andere Seite von dem Pinsel. Das ist ein Anastasia-Pinsel. Gehe in die Farbe Stay True und pack das hier so ein bisschen rein, dass der Übergang zwischen dem Rot und dem Lila so ein bisschen weicher ist. Okay, krass. Also, kurzes Feedback, bevor ich es am Ende vergesse. Es geht, man braucht nur etwas mehr Zeit und man muss sich die Farben ganz leicht aufbauen. Das ist okay. Damit kann ich leben, aber ich möchte, dass ihr das wisst, wenn ihr überlegt, euch die Palette zu kaufen. Also, das ist jetzt nicht die Palette, wo ich sage, okay, das kriegt jeder hin. Oder jeder kann damit schminken, keine Frage. Aber das ist eine Palette, da muss man so ein bisschen wissen, wie man irgendwie eine Technik, glaube ich, anwendet. Ich würde jetzt einmal Lashes drauf machen, mein Baking Puder wegnehmen, hoffen, dass das Ganze akzeptabel unter meinem Auge aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, während die Lashes einmal trocknen, machen wir was an den unteren Wimpernkranz. Da habe ich ein bisschen Angst, weil das Baking Puder ist weg. Und mit den Lashes sieht das Ganze echt Hammer aus. Also auch diese Look-Kombination gefällt mir super, super gut. Das ist so ein bisschen was. Oh. Nicht verabschieden, bitte. Die Lashes sind sehr, sehr groß. Die Look-Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier am Pinsel noch so ein bisschen dieses Lila und das lassen wir auch jetzt dran. Ich gehe nochmal so ein bisschen rein und platziere mir das hier. Und tatsächlich, da bin ich sehr überrascht. Ich habe in einem anderen Video, wie gesagt, ich weiß nicht, welches zuerst online kommt, gesagt, dass es schwierig ist, diese Farben am unteren Wimpernkranz zu platzieren. Das geht hier sehr, sehr gut. Also, es ist jetzt mittlerweile wirklich hundetrocken da unter meinem Auge. Aber das Pigment greift sehr, sehr gut. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der Jaclyn Hill und Morphe Volume 2 Palette. Ich muss sagen, jetzt fertig. Iconic. Ich liebe, 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 liebe diesen Look. Ich würde fast behaupten, dass das einer meiner besten Looks ist und einer der schönsten und spannendsten Looks ist. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Review zur Palette. Es funktioniert. Es funktioniert, man muss einfach nur ein bisschen üben. Aber das ist bei jeder Lidschattenpalette so. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich war recht unfair, weil der Look ist mega geworden. Es ging, es hat nur etwas länger gedauert als sonst. Vielleicht lag es an mir, vielleicht lag es an den Pinseln, vielleicht lag es an der Palette. Das Ergebnis ist wunder, wunderbar und ich kann die Palette jedem mit gutem Gewissen empfehlen, der so ein bisschen Zeit hat und ein bisschen Lust darauf hat, etwas Neues auszuprobieren, sich so ein bisschen selber auszuprobieren und auf diese Farben vor allen Dingen steht. Ich bin gespannt, was ihr zu der Palette sagt. Viele von euch werden sie mit Sicherheit schon haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Freunde. Ich danke euch, dass ihr wieder hier mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.